Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam mal wieder Playmobil Ghostbusters spielen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ich finde das Spiel nach wie vor super cool. Ich mag die Ghostbusters sehr, sehr gerne und Playmobil sowieso. Und die beiden dann in der Kombination, das ist wirklich der Hit. Wir drücken mal auf Play. Wir haben hier die verschiedenen Geisterjäger, die man auch aus den Filmen kennt. Aber wir haben auch Nina als Geisterjägerin. Man kann hier auch andere Charaktere machen, man kann hier die Haare verändern, das Gesicht und so weiter. Aber ich finde, das sieht auf jeden Fall am ehesten aus wie ich. Khan könnte vielleicht auch mal, wenn er Bock hat, sich einen Charakter machen. Bei dem Spiel geht es nur ums Überleben. Man muss wirklich hier sein Hab und Gut schützen, nämlich die Feuerwache. Das ist das Hauptquartier der Ghostbusters vor den Geistern. Die sind hier nämlich quasi ausgebrochen aus ihren Containern. Wir müssen sie einfangen und das möglichst lange überleben. Irgendwann werden wir sowieso drauf gehen, aber das versuchen wir so weit wie es geht hinauszuzögern. Indem wir ganz viele Geister einfangen und die Feuerwache eben verteidigen. Boah, das war knapp. Ich dachte gerade, der fällt mich an. Von hinten auch noch. Ich habe jetzt erst 9 Geister. 10 Geister. 11 Geister. Oh, das Slimer, den mache ich lieber direkt kalt. Da muss ich mal ein bisschen weiter weggehen, weil der hält einiges aus, mehr als andere Geister. Ich habe noch volle Lebensenergie. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Oh, da kommt schon der nächste. Also es reißt auf jeden Fall nicht ab. Man kann nicht entkommen, man ist hier wirklich den Geistern ausgesetzt. Und man muss jedes Stockwerk gleichermaßen vor den Geistern schützen. Da oben ist wieder schon wieder relativ viel los. Oh, jetzt kommen aber viele. Oh, lauf weg. Oh, das war richtig knapp. Jetzt habe ich wieder den Powerstrahl. Klappe zu. Oh, ich glaube, ich muss mal einen Stockwerk runter. Da sind ja total viele Geister. Ah, der fällt mich direkt von vorne an. Geister. Oh nein, da kommt schon wieder der Bibliotheksgeist. Wo soll ich hin? Ich kann nicht abhauen. Da sind viel zu viele Geister bei mir im Weg. Ah! Mist. Na klar, dass sie mich trifft.
Nein, mein Protonstrahl. Alter, das war knapp. Also es kann auch sehr, sehr spannend werden bei diesem Spiel. Auch wenn es eventuell zwischenzeitlich mal ein bisschen eintönig werden kann, gibt es immer mal wieder so Phasen, wo es echt brenzlig wird. Nämlich wenn es viel zu viele Geister sind und man der Lage überhaupt nicht mehr Herr werden kann. Geh mal lieber nach oben. Ah, das war ein Fehler. Oh nein! Ich muss da schnell was abladen. Boah, das war auch knapp. Ich kann leider nicht mehr als vier Herzen haben, die ich finde schon voll. Das nur bleibe ich nicht stehen. Ah, der verfolgt mich. Oh, es wird hier immer kritischer. Hau lieber schnell ab. Puh, erstmal durchatmen. Echt stressig. Oh, ich kann doch. Ich dachte, man kann nicht mehr als vier. Ich glaube, man kann sogar fünf haben. Boah, ich will auf gar keinen Fall in den untersten Stockwerk gehen. Da sind total viele Geister, gefühlt 20. Vielleicht erstmal hier oben. Aber irgendwann muss ich wahrscheinlich noch ganz unten. Oh nein! Oh weia, das sind ja super viele hier unten. Ich bleib lieber hier ganz nah bei diesem Tank. Bei dem Container, ansonsten kriege ich die nicht. Nein, da oben kommt. Schnell abhauen. 75. Ich bin ganz nah an meinem eigenen Rekord. Ich glaube, ich hatte 89. Das waren, glaube ich, die meisten, die ich jemals hier gefangen habe. Oh, das war überhaupt nicht klug. Herz könnte ich auf jeden Fall mal wieder gebrauchen. 83 habe ich jetzt. Boah, der ist direkt jemand hinter mir. Also nach unten gehe ich immer ungern, wenn da der Geist kommt, dieser Bibliotheksgeist, dann kann ich nirgendwo hin außer die Treppe hoch. Aber da sind dann so viele Geister, die mir dann den Weg versperren. Deshalb mache ich das irgendwie ungern. Oh, ich habe schon über 90. Da oben kommt dieser Bibliotheksgeist. Will ich auf jeden Fall schaffen. Einen brauche ich noch. Dann habe ich 100 Geister gefangen. Krass, so viel hatte ich noch nie. Hundertundeins.
Also mein Ziel habe ich auf jeden Fall jetzt schon erreicht. Mal sehen, wie lange ich jetzt noch durchhalte. Okay, ich gehe nach unten. Ich wage es. Oh, hier sind total viele. Oh nein, genau in dem Moment kommt natürlich der Bibliotheksgeist. Aber da kann ich nichts ausrichten. Nein. Und jetzt kommt auch noch Slimer und ich habe keinen Powerstrahl. Oh, ich werde hier voll überrannt. Oh, zum Glück ganz viele Herzen. Ich könnte es echt schaffen. Also, was heißt schaffen? Ich könnte lange überleben. Boah, hier geht's richtig ab. Oh, ich muss abhauen. Ich muss es kurz ausleeren. Slimer direkt hier vor meiner Nase. Oh nein, der Bibliotheksgeist kommt schon wieder. Und ich kann nicht abhauen. Ah nein, ich hab ihn nicht gekriegt. Okay, ich gehe glaub ich wieder nach oben. Hier ist nichts mehr zu holen, aber hier sind wieder total viele. Boah, ich bin mega gut gerade. 135 habe ich schon. Stufe 30. Ich glaube, ich habe alles erreicht, was man in diesem Spiel erreichen kann. Ich glaube, das Let's Play geht auch schon super lange. Nein, jetzt kommt der Bibliotheksgeist schnell nach oben. Boah, was ist denn hier los? Oh nein, ich glaube, das überlebe ich nicht. Doch, ich schaffe alles. Boah, nicht viele, nicht viele. Es wird ja immer schlimmer. Kommt der Bibliotheksgeist jetzt? Ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen. Hau ab. Oh nee, oh nee, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe nur noch ein Herz. Ich kann es nicht einsammeln, weil da zu viele Geister sind. Jetzt kommt auch noch der Bibliotheksgeist. Ich habe keinen Protonenstrahler mehr. Es geht hier alles drunter und drüber. Oh, ich brauche dringend Herzen, Leute. Gebt mir euer Herzen. Das ist hier echt das reinste Gemetzel mit den Geistern. Oh nein, der Bibliotheksgeist kommt schon wieder. Und ich glaube, der wird mich jetzt das letzte Leben kosten. Kann ich weg? Oh, ich krieg aber ein paar Herzen, das ist gut. Ich muss mich aber hier auch echt mal zwischendurch erstmal aufladen. Die kommen mir zu nah. Oh nein, der Bibliotheksgeist kommt schon wieder. Oh, ich kann euch nicht gebrauchen, Leute. Muss das sein? Ein Herz habe ich nur noch. 179. Mein Protonstrahler ist auch die ganze Zeit leer. Okay, das war's für mich. Puh, was für ein actiongeladener Level. Gespenstastisch. 1 plus, besser kann man nicht sein. 181 Geister habe ich gefangen. 175 normale in unterschiedlichen Farben und 6-mal Slimer. Also besser geht's wirklich nicht mehr. Das halte ich direkt fest für mein Familienalbum. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, damit habe ich eigentlich die Bestleistung bei Playmobil Ghostbusters geschafft. Ihr könnt natürlich gerne noch weitere Videos von uns sehen dazu, wenn ihr möchtet. Aber ich denke, das Spiel ist in Anführungsstrichen durchgespielt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!